Guten Abend zu Tag 3, Klappe auf, der BFFS präsentiert Gewerke, Regisseurinnen, Regisseure, die ihre Filme hier beim Filmfest vorstellen. Also herzlich willkommen hier im Zelt und zu Hause am Livestream von Tide TV. Wir haben heute ja Gott sei Dank besseres Wetter als gestern. Gestern ist uns hier fast das Zelt weggeflogen. Apropos Zelt, wieder mal eine gute Gelegenheit, sich beim Filmfest zu bedanken. Namentlich natürlich auch bei Katrin Klamroth und Albert Wiederspiel, die uns dieses Zelt nun im 6. Jahr zur Verfügung stellen. Also auch dafür ganz herzlichen Dank. Heute Abend haben wir wieder ein BFFS-Mitglied, die einen Regisseur interviewt. Und zwar möchte ich zuerst vorstellen Esther Rohling, die im BFFS ist. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Patin des Hamburger Stammtisches und zeigt sich auch gerade hauptverantwortlich für unsere neue Seite, die jetzt bundesweit erweitert wird, deineperlen.de, wo sie in, ja, ich möchte sagen, nächtelanger Kleinarbeit wochenlanger Kleinarbeit wirklich die gesamten Voraussetzungen geschaffen hat, dass das hier funktioniert. Also herzlichen Dank und herzlich willkommen. Und sie interviewt den Regisseur Ilkay Çatak, der hier zu meiner Rechten sitzt. Er hat einen Film hier beim Filmfest laufen, und zwar heißt er Es war einmal Indianerland. Gestern Abend hatte er Premiere, ist aber noch mal zu sehen am Dienstag, den 10.10. um 14 Uhr am Cinemax. Also herzlich willkommen, Ilkay Çatak. Danke. Und euch viel Spaß. Danke dir, Sebastian. Und auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Gäste hier im Zelt. Ich sehe viele liebe, treue Kollegen, die jetzt seit 6 Jahren immer kommen und unsere Reihe sich anschauen. Und jetzt auch unseren Gästen, die live zuschauen. Und sage ein ganz herzliches Willkommen an dich, Ilkay. Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich beginne ein bisschen mit deiner Biografie. Du bist 1984 in Berlin geboren, bist dann lange Jahre nach Istanbul zurückgegangen, hast dann aber in Berlin deinen Bachelor gemacht und jetzt nicht, obwohl so lange ist es noch nicht her, deinen Master hier in Hamburg an der Hamburg Media School. Und das, wenn man so sagen möchte, mit einigem Erfolg, nämlich dein Abschlussfilm Sadakat hat 2015 nicht nur beim Max-Uffels-Preis gewonnen, sondern auch den First Steps Award und den Studenten-Oscar. Du hast uns den Goldjunge mit nach Hamburg gebracht. Ja, das war, wie gesagt, noch gar nicht so lange her, 2015. 2016 hast du dann, glaube ich, wieder mit den Dreharbeiten angefangen und gestern Premiere gehabt mit deinem Film Es war einmal Indianerland. Mhm. Für alle, die jetzt gestern nicht mit dabei waren, sag uns doch mal, wie fühlt sich das an, wenn man nach 2 Jahren Arbeit runtergeht, auf die Bühne, beklatscht wird und weiß, nach der Rede, die man hält, lässt man dieses Baby los. Ja. Ja, es fühlt sich in dem Moment natürlich überwältigend an, weil man auch so, also weil auch viele Freunde da sind, das Team ist da und man weiß, das ist jetzt so ein Ausnahmemoment, wo der aber auch noch keinen Richtwert darstellt, weil das ist natürlich ein sehr wohlwollendes Publikum und im Anschluss kriegt man viel Lob und so weiter. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn der Film in 2 Wochen ins Kino kommt und wie sonst so drauf reagiert wird. In 2 Wochen, 19. Oktober, ist, glaube ich, Kinostart. Und du hast mir eben vorher kurz verraten, dass du am 20. Oktober, glaube ich, hier im Abaton bist. Ja, es ist 20. oder 21. Ich bin nicht ganz sicher, aber so irgendwas in dem Dreh. Aber du begleitest die Kinotour. Genau, also bin ich im Rahmen der Kinotour will, guck im ins Abaton. Programm vom Abaton. Genau. Und ich glaube, der Film wird jetzt auch hier auf dem Filmfest noch mal am Dienstag gezeigt, um 14 Uhr im Cinemax 8. So, gestern auf der Premierenfeier haben wir uns kurz kennengelernt und kurz darüber gesprochen. Dann hast du mir gesagt, mein Film polarisiert. Warum? Ja, es ist halt nicht jedermanns Cup of Tea so, ne? Also, man muss da schon das mögen, dass das so bunt und schrill und flott geht, wie es dazu geht. Deswegen vor allem also so Leute, die über 50 sind,
sind jetzt nicht so, die können damit nicht so viel anfangen wie jetzt Menschen in meinem Alter oder noch jünger. Ja. Aber der Film ist schon sehr, sehr schnell, auch schnell geschnitten und es geht rund. Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, eine klassische. Und wo du das sagtest, das ist so ein bisschen die 50+, das spiegelt ein bisschen mein Gefühl dazu wieder. Ich habe auch überlegt, als ich gesehen habe, liegt das jetzt an meinem Alter, dass so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte mich auch, bei mir, dass sie sich auch polarisiert. Aber du sagst, bunt, Farben, wirkt manchmal ein bisschen wie eine Mischung aus Huba Buba und Feenstaub, viel Einhörner, viel ja. Zoom, schnelle Schnitte, einfach bildgewaltig, was du da gemacht hast. Die Romanvorlage von dem Nils Mohl galt lange als nicht verfilmbar. Welche Mittel, wie hast du dir die Zauberkiste da zusammengebaut, dass das letzten Endes geklappt hat? Eben mit genau diesen Mitteln, die du gerade genannt hast. Wir hatten einfach großes Glück, dass wir erstmal in diese Welt der Festivals eintauchen durften. Ich hatte großes Glück mit meinem Komponisten, der Acid Pauli, dass ich dessen Musik verwenden durfte und er mitgemacht hat. Wie bist du darauf gekommen? Auf die Musik von ihm oder dass du das machen willst? Wenn man in Berlin Abend so feiern geht, weggeht, dann kommt man eigentlich um ihn nicht herum. Okay. Das ist, genau. Und ansonsten, wir hatten einfach großes Glück, dass da viele Dinge zusammengekommen sind. Ich hatte natürlich auch einen Produzenten, der mich hat machen lassen. Und da, ja, und genau, also so, erstmal war natürlich auch diese Ehrfurcht da vor dem Roman und man will das Werk nicht schänden und wie viele Freiheiten darf man sich rausnehmen und so. Aber dann war es auch ein großes Glück, dass Nils Mohl, also der Autor, wirklich gesagt hat, mach dein Ding und ich vertraue dir. So dass eigentlich jeder gesagt hat, ey, wir arbeiten dir zu und du machst dein Ding. Und so ist es zustande gekommen. Und ja, und dann natürlich mein Ensemble war auch riesig. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Und auch das ist ein großes Glück. Hattest du beim Lesen des Romans, wann hattest du die Idee, dass du das machen möchtest? Und hattest du direkt Schauspieler im Kopf, als du es gelesen hast? Nee, ja, für die eine oder andere Rolle, ja. Aber nicht für alle. Und verrätst du uns was? Für welche? Ja, also mit dem Johannes Klausner beispielsweise, mit dem hatte ich an meiner Zeit in Hamburg gedreht und bei dem habe ich sofort gesagt, ich möchte, dass du diese Rolle spielst. Oder auch die Katharina Behrens. Für sie war auch die Rolle gleich von Anfang an klar. Hattest du mit ihr vorher auch schon gearbeitet? Ja, also ja, würdest du sagen, bist du treu als Regisseur? Ja, ich meine, man hat natürlich so seine Familie, seine Filmfamilie und es ist halt schön, wenn man weiß, dass man zusammen wächst. Und ja, und dann sind aber dieses Mal halt auch ein paar andere Leute noch, also Leute, mit denen ich vorher nicht zusammengearbeitet habe, dazugekommen und auch Leute, die mehr Erfahrung haben, so wie Clemens Schick oder auch Joel Bassmann oder Emilia Schüle. Und das war dann natürlich auch für mich schön zu sehen, wie man irgendwie mit allen, das sind alles so verschiedene Typen, dass es mir auch gut von der Hand geht, mit denen klarzukommen. Und das gibt dann auch Selbstbewusstsein. Also es ist, ne, weil wenn man da so steht als Frischling und es ist dein erster Film und dann ist man natürlich auch so ein bisschen, da ist Ehrfurcht. Ne? Und genau, aber es hat alles gut geklappt. Nochmal zu dem Besetzungsprozess. Wie seid ihr auf die Namen gekommen? Besetzung hat Iris Baumüller gemacht. Ja, also die Besetzung lief über Castings. Also wir haben gecastet und der Leonard Scheicher, der dann den Boxer, also den Protagonisten gespielt hat, war, als der ins Casting kam, ein Strich in der Landschaft. Also das ist alles andere als ein Boxer. Und ich hatte mich bis dahin immer so gefragt, ey, wieso haben wir in Deutschland eigentlich so selten diese krassen Schauspielermetamorphosen, wie man sie jetzt, weiß nicht, bei Charlize Theron in Monster oder bei Christian Bale in The Machinist gesehen hat. Und dann habe ich gemerkt, das liegt gar nicht an den Schauspielern. Die sind eigentlich alle hungrig, die wollen das machen. Ja. Und es liegt an uns Entscheidern, dass denen dieses Vertrauen, die Zeit auszusprechen. Und als ich dann gesagt habe, Leute,
lass uns das mit dem machen. Dann war natürlich auch, also da, also mein Produzent, der ging relativ schnell, der meinte, ja, okay, let's do it. Aber Redakteure beispielsweise waren erstmal zögerlich. Und dann muss man Überzeugungsarbeit leisten und dann sagen, okay, der Junge, der ist klug und der wird sich reinbeißen und der wird es schaffen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass der Leonard das so hingekriegt hat und dass wir es durchgedrückt haben. Und genau, und das, also wie gesagt, es liegt bei uns Entscheidern, den Schauspielern dieses Vertrauen auszusprechen, dass das geht. Ja, ich bin gerade sehr gerührt. Das hast du sehr schön gesagt. Und da, ja, es ist so, wie es ist. Was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften eines Schauspielers? Oder, Moment, wir schauen mal kurz in den Trailer rein. Ich sag Mats ab. Ich bin eitel, zickig und unkeusch. Verlieb dich nicht. Wir feiern die Champagner! In 30 Minuten ist die Razzia. Du bist schnell. Ich bin schnell. Wo ist das Problem? Vergiss das. Die gibt dir nicht mal ihren Namen. Nicht alle. Ich weiß nicht. Also, nicht da jedenfalls. Ich kann einstecken. Zur Not. Übrigens, wusstest du das? Das Wildschwein ist der Bison des kleinen Mannes. Sag das nochmal. Ich mag dich. Du kennst mich doch gar nicht. Eine Freundin. Weißt du, ich möchte im Moment einfach nicht mit dir vögeln. Verstehst du das? Hast du das gerade wirklich gesagt? Trottel. Gewinner hat einen Plan. Verlierer hat immer eine Ausrede. Es geht darum, dass man im Leben was hat und dass man sich halten kann. Wann hast du deinen Vater zum letzten Mal gesehen? Sonntagnachmittag. Worüber habt ihr geredet? Ich würde es gerne rückgängig machen. Geht aber nicht. Wer sagt mir, dass das alles kein Traum ist? Wir planen die fetteste freie Kundgebung aller Zeiten. Wow, wow. Wir müssen Bewusstsein schaffen. Denn diese Generation ist besser als ihr Ruf. Erst bei diesem Power-Festival an der Grenze. Weißt du, wie weit es ist? Du hast ein Auto. Wir sehen uns auf dem Power. Also wolltest du sowieso dahin? Ich fahr da nicht zum Feiern hin. Ist egal, was Fritz sage, oder? Ja. Sorry, die Frau genau, an die du heiratet bist. Soll ich was sagen? Nee. Vergiss sie, Alter. Vergiss sie. Für die bist du ein aus dem Zoo. Herzlich willkommen. Was können wir für Sie tun? Ich suche jemanden. Das Pow-Wow, Mann. Hier kannst du nur finden. Ich als dein Mentor sage dir, du brauchst einen Kick. So wach warst du noch nie. Wie schön ist das Wasser, Herr Kropfler? Ein Wort, ein Wort. Sei vorsichtig. Was ist das? Ich sehe die ganze Zeit einen Indianer. Wow, was für ein Indianer. Ja, ein paar Eigenschaften hat Emilia Schüle alias Jackie in dem Film ja gerade schon aufgezählt. Eitel, zickig, unkeusch, besser nicht in sie verlieben. Aber die Frage eben war, welche Eigenschaften von Schauspielern schätzt du besonders oder was geht gar nicht? Was sind No-Gos für dich? Da kann ich jetzt lang drüber reden. Also was ich total schätze, ist erstmal, dass es einen menschlichen Draht gibt vorab. Also ich finde es immer total schön, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo ich das Gefühl habe, man ist auf einer Wellenlänge. Man muss jetzt nicht Best Buddy sein, aber man muss irgendwie, wenn man Kaffee trinkt, das ist jetzt nicht so, das darf dann nicht, ne? Es muss irgendwie, das muss erstmal da sein. Und dann ist natürlich, erwarte ich, dass der Schauspieler sich Gedanken zu seiner Rolle macht, dass wir darüber sprechen, dass er durchlässig ist, dass er aber auch Ideen hat oder sie und dass es reich ist, dass man einfach redet und dass man
Dinge anbietet und aber dann auch die Entspanntheit hat zu sagen, nee, das lieber nicht und mach mal so und dass man einfach macht und ohne sich anzustellen. Und ich glaube, das ist dann auch für jede Rolle nochmal ein Unterschied, was man dann in dem Fall braucht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bräuchte immer das oder immer das, aber das sind so die grundsätzlichen Sachen. Also wenn man zum Beispiel mit Laien arbeitet, ist das nochmal was anderes, als wenn man mit Profis arbeitet und so. Und was nicht schön ist, ist wenn es kein Vertrauen gibt. Mhm. Und deswegen ist es ja, deswegen ist es mir immer sehr wichtig, dass man vorab so ein Vertrauen hat erstmal, so ein grundsätzliches. Wie startest du dann in die Dreharbeiten oder in die Probenarbeiten? Wie näherst du dich den Proben oder gibt es die Möglichkeit dafür am Set vorher? Ja, vorher. Also ich fordere das schon auch ein, sowohl von der Produktion als auch von den Schauspielern, dass sie sich die Zeit nehmen für Proben. Ich finde das schon sehr wichtig, aber versucht es dann auch so zu halten, dass es halt nicht sich ausprobt in den Proben. Was heißt, dass die Schauspieler sich die Zeit nehmen für Proben? Ja, ist das inklusive der Drehtage oder trefft ihr euch extern? Extern, ja, das ist extern. Okay, das ist für uns als Berufsverband natürlich auch eine interessante Info. Ja, also das ist on top, das ist eine Vereinbarung, die du mit deinen Schauspielern triffst? Ja, okay. Also... manchmal sind die ja einfach viel zu tun oder sind in anderen Drehs und dann ist es immer sehr schwierig und dann kommen sie erst, ne? Also ich habe jetzt, ne, das, ich versuche das einfach, dass man irgendwie sich zumindest mal 2 Tage so trifft in so einem geschützten Raum, wo nichts, alles sein kann, wo man über alles reden kann. Und das ist dir gelungen, bei dem großen Ensemble und den wirklich auch großen Namen, die ja in der Emilia Schüle hat ja wahnsinnig viel gedreht, 2016 wahrscheinlich auch und das ist dir gelungen. Und dann konntet ihr als Ensemble das einmal durchproben. Das haben wir hingekriegt. Super, toll. Und das hat auch wahnsinnig viel gebracht und hat dann am Set auch viel Zeit gespart. Ja. Dann beim Dreh selber, wie gestaltest du das da? Wird da nochmal durchgeprobt? Sehr offen. Ich bin auch nicht so einer, der wirklich auf Texttreue beharrt. Mhm. Obwohl jetzt bei Indianerland die Dialoge sehr, sehr stilisiert waren. Ja, aber der Max Reinhardt hat zusammen mit dem Nils Mohls Drehbuch geschrieben. Genau, das waren die Autoren. Und und da bist du nah dran geblieben oder wolltest gerade sagen, improvisiert ihr auch? Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute improvisieren. Wenn es aus dem Impuls heraus improvisieren, dann bin ich da eigentlich immer offen für. Und was witzig war, ist zu sehen, dass die an der Schauspielschule waren. Darf ich einmal? Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Okay. So. Die an der Schauspielschule waren sehr texttreu und die es nicht waren, haben sich mehr Freiheiten rausgenommen. Aber es hat perfekt gepasst. Okay, interessant. Weil das Paar, was am Ende zusammenkommt, das waren Schauspielschüler. Und insofern hatten die irgendwie einen eigenen Duktus untereinander. Und die anderen haben sich mehr Freiheiten genommen. Deswegen war das war sehr organisch gelaufen. Gut. Oh, unsere Zeit. Ich habe noch so viele Fragen. Ihr seid auf einem... Hört man mich noch? Ja. Spielt ihr auf einem Festival? Ist das Kulisse? Ist das, wie habt ihr das gemacht? Das mit dem Festival, wir haben auf dem Festival gedreht. Auf einem richtigen Festival? Ja, wir haben auf dem Festival gedreht und dann im Anschluss haben wir nochmal, nachdem die ganze Festivalmeute weg war, waren wir danach noch dort und haben die Kulissen genutzt, um dann die Nahen zu drehen und so haben wir es zusammengefügt. Das stelle ich mir relativ interessant vor, auf einem realen Festival zu drehen mit allem, was da vor sich geht und auch, ich meine, ein Festival an sich ist ja auch schon ein relativ geschützter Raum. Magst du uns davon ein bisschen erzählen, wie das war? Ja, das ist natürlich, ich meine, so ein Festival ist so eine Utopie, wo Leute hingehen, um vom Alltag mal Urlaub zu haben. Und wenn du da aufkreuzt mit deinem Bulldozer-Filmset, dann ist das nicht so geil. Aber das war wirklich... Hält der ein oder andere dann vielleicht auch nicht so für real, wenn ihr da ankommt wahrscheinlich. Ja, also es gab so 1-2 Fälle, als sie die Kamera gesehen haben, das nicht cool fanden. Aber für die Schauspieler war das, glaube ich, super, weil die sich da total wohl gefühlt haben. Und ich habe auch gesagt, ey Leute, wenn ihr was trinken wollt, dann ne,
wir arbeiten hier zwar, aber wir müssen auch so ein bisschen hier in den Modus kommen. Weil, das nennt sich, das ist so ein Musikfestival, Garbage Festival, in der Nähe zu, an der Grenze zu Polen, wo Leute halt 4 Tage drauf sind und Techno feiern. Und genau, und dass man, das weißt du, dass man da nicht sowieso Touris rumsteht. Aber wir haben auch gefeiert, wir haben aber auch gearbeitet. Es war sehr anstrengend, aber es war auch sehr schön. Ja, wie schafft man es auf so einem Festival, wieder aus der BFFS-Sicht gesprochen, da Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz einzuhalten, Stunden und so weiter? War das überhaupt möglich? Da sorgen die schon für. Die von der Produktion. Wirklich wahr? Ja, auf jeden Fall. Und keiner ist verloren gegangen auf dem Festival? Ja, also verloren geht man, es ist schon anstrengend, ne? Kommunikation ist schwierig und es ist laut und dann sind die Leute zerstreut und dann wollen sie hier noch ein Foto machen und dann muss man aber weiter und so Geschichten. Das ist schon zäh. Aber es hat irgendwie alles geklappt. Ich weiß auch nicht wie. Und dann ist es auch irgendwie so, man muss dann, ich habe dann auch so, bei unserem Film haben wir uns immer gesagt, okay, wir wollen, dass es Spaß macht. Der Film soll Spaß machen und wir dürfen das nicht zu sehr kontrollieren wollen. Wir müssen offen sein für das, was wir auch dort kriegen. Mhm. Und so habe ich dann auch, das habe ich auch den Schauspielern gesagt. Also ich bin offen für alles, was ihr anbietet. Und so haben wir, und dann, weiß nicht, zum Beispiel hat der Johannes da was aufgegabelt und dann hat er das angeboten und das war dann super und dann haben wir das genommen und super. Also ich glaube nicht daran, dass eine Vision eines Regisseurs darin besteht, eine Idee zu haben, eine fixe Idee zu haben und die auf Teufel komm raus umzusetzen. Stattdessen ist es einfach, das Licht jeder Person zu erkennen und es zutage zu bringen. Und klar. Oh. Ich bin jetzt ein bisschen verliebt. Das zieht sich durch alle Departments. Ne? Das gilt für Schauspieler, das gilt aber auch für den Editor und für den Kameramann. Und wenn man jung ist, also in meinen frühen Jahren, war das sehr, wollte ich immer alles selbst machen und schneiden und drehen. Und das war total bescheuert, weil Leute haben gute Ideen. Und wenn man als Regisseur sich eher nur als ein guter Filter versteht, der die guten Ideen von den schlechten separiert, dann macht die Arbeit auch viel mehr Spaß, wenn man weniger tut, aber mehr Outcome hat. Und ich finde, das sieht man auch sehr in deinem Film. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich hoffe, ihr geht alle rein und schaut euch den alle an. Spätestens dann zum Kinostart am 19. Oktober. Jetzt interessiert mich noch, hast du neue Projekte? Was kommt als nächstes? Magst du uns was verraten? Ja, ich habe neue Projekte, aber ich habe nichts, was so schon durchfinanziert ist, dass ich sagen kann, das findet statt. Okay. Finanzierung von Indianerland. Wie war das damit? War furchtbar. Hätte ohne den Oscar nicht geklappt. Ich wollte gerade sagen, also du hast versucht, schon vor dem Oscar auf Indianerland zu finanzieren. Und nach dem Oscar war es dann? Nach dem Oscar mussten sie es dann fördern. Also weil die FFA hat uns beispielsweise eingeladen und hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und eine Woche vorher kam die Absage von der FFA. Und dann bin ich dahin und habe natürlich gesagt, Leute, das ist alles schön und gut, aber wir wollen auch gefördert werden. Mhm. Und dann hat es geklappt. Das heißt, du hast einfach nochmal neu eingereicht? Wir haben dann nochmal neu eingereicht. Super. Aber der Film ist tatsächlich so, dass wir, es war eine wahnsinnig schwierige Finanzierung und überhaupt so einen Film zu machen, der so durchgeknallt ist, haben die Leute einfach nicht verstanden, als sie das Drehbuch gelesen haben. Viele. Ja. Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass es mit der Finanzierung für dein nächstes Projekt ein bisschen mehr fluppt. Danke. Oder schneller geht, besser geht, durchgewunken wird, wie auch immer. Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Oh. Und zwar unser Plakat. Ah, cool. Da hängt es. Ja. Hamburg, deine Perlen. Da sind die Hamburger Schauspieler, BFFS-Schauspieler drauf. Sebastian hat es ja eben schon anmoderiert. Wir haben jetzt auch eine digitale Version. Wir hatten erst Hamburg, deine Perlen
als Homepage. Und mittlerweile heißt es Deine Perlen, ein BFFS-Produkt. Da findest du bundesweit mittlerweile nach Bundesländern gestaffelt. Kannst du gucken, je nach Förderland, wo du dir noch Schauspieler zusammensuchst. Aber dieses Plakat als Anregung von uns Hamburger Schauspielern. Ein kleines Dankeschön, dass du hier warst. Lass dich inspirieren. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, aber wir entlassen dich noch nicht so ganz. Denn, falls es noch Fragen gibt aus dem Publikum, ich habe das Mikro. Also nicht reinrufen, sondern warten, bis ich bei euch bin, sonst hört man euch online nicht. Aber falls jemand was wissen möchte, Händchen hoch, Clarissa, ich komme zu dir. Die Kamera muss folgen. Ich habe sogar zwei Fragen. Einmal mit dem Oscars habe ich, vielleicht habe ich das auch nicht richtig zugehört, oder es gab jetzt vorher einen Oscar für... Da war der Film noch gar nicht sozusagen fertig, oder? Und dann kam die Förderung, oder wie war das? Genau, wir haben meinen Abschlussfilm an der Media School, das ist ein Kurzfilm gewesen, der hat den Oscar gewonnen. Okay. Und parallel waren wir in der Finanzierung zu Indianerland. Und nach dem Oscar ist die Finanzierung durchgegangen. Und sag mal, mit dem Festival, das hat mich auch total gekickt, so fand ich jetzt ganz spannend. Dann konnte man, wahrscheinlich ist das alles vom Schnitt auch improvisiert gewesen. Man konnte die Szenen wahrscheinlich nicht zweimal oder dreimal drehen oder eine Totale machen und dann eine Halbtotale und dann Close-Up. Weil dann laufen die Leute im Hintergrund alle ganz anders und das läuft dann, wie es dann so läuft, dann ja, da also, auf dem Festival. Ja, es gab bestimmte Szenen, die haben wir zum Beispiel, wir haben eine große Party gedreht und die haben wir dann einen Tag vorher mit der ganzen großen Menge gedreht und dann am nächsten Tag haben wir die inszenierten Sachen mit einer Komparsenmenge gedreht. Sodass wir in der Totalen die große Menge haben und dann in den Nahen konnten wir dann das wiederholen auch im Dreh, am Set. Und da mussten die Komparsen so ähnlich aussehen wie die Originale in der Totalen? Ja. Das habt ihr dann so kurzfristig vor Ort dann geguckt, dass ihr noch die Komparsen bekommt? Nee, oder? Die Komparsen waren schon vorher organisiert. Weiß man ja nicht, dass die Komparsen so aussehen wie die Originale, die auf dem Festival spontan da waren. Oder weil die so weit weg waren, hat man sie nicht erkannt. Ja. So. Ja. Clarissa, verwirr nicht unseren Regisseur. Ich glaube, Martin hat noch eine Frage. Noch eine Frage. Martin hat noch eine Frage. Mit wie vielen Kameras habt ihr denn da gearbeitet oder mit wie vielen Teams? Weil habt ihr sicherlich nicht nur mit einem gemacht. Ja, auf dem Festival waren wir zwei Kameras. Nur zwei Kameras? Ja. Okay. Warum nur zwei Kameras, sag ich mal? War es finanziell nicht mehr drin? Oder ich kann mir vorstellen... Finanziell war überhaupt nichts drin. Wie war denn das Budget? 1,6 Millionen. Das ist nicht sehr viel. Das ist nicht sehr viel. Das sieht nach viel mehr aus, was du da geschafft hast. Ja, danke. Ja, Glückwunsch. Ja. Und welche Sender waren beteiligt? Der WDR, der HR und Arte. Oh, okay. Und wer hat sich am meisten quergestellt? Der NDR. Nee. Der NDR? Nein! Oh. Nee, wir wollten das tatsächlich erstmal als Nordlicht machen und dann hat es aber nicht gepasst. Ja, klar, weil die haben ja eine geringere Finanzierung und... Genau. Das reicht ja dann nicht. Ja, ja, ja. Ja, wir hätten es auch für das Geld gemacht wahrscheinlich, aber keine Ahnung, es ist gut, so wie es geworden ist. Okay. Und die Planung hat wie lange gedauert? Also von der ersten Idee? Ich glaube, das Projekt lag jetzt, 2012 sind sie es angegangen und ich bin 2014 dazugekommen. Also 2014 im Mai haben sie mich angesprochen. Die typischen 5 Jahre, die sowas dann eben dauert. Ja, ja. Aber dann war das ein Stück weit parallel zu deinem Abschlussfilm, ne? Ja. Und der ganzen Geschichte. Ja. 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 So, eine Minute haben wir noch. Gibt es da eine Frage? Ansonsten würde ich sagen, nein, wir haben keine Minute, sehe ich gerade. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Interview, für die Informationen. Und ganz schnell noch den Hinweis, morgen ist Andrea Gerhardt hier im Gespräch mit Regisseur Volker Schlöndorff, stand so eigentlich im Programm. Volker Schlöndorff hat leider abgesagt, aber aus derselben Produktion, Der namenlose Tag, ist morgen da Julia Oehring und Thomas Erhardt, die für Schnitt und Kamera verantwortlich sind. Und auch das wird ein interessantes Gespräch. Also herzlichen Dank und bis morgen.